Denn bei mir ist jetzt Valerie Höhne vom Spiegel und wir gucken ja klassischerweise am Ende eines solchen Parteitags auch ein Stück weit zurück. Er läuft ja noch, die Wahlen gehen weiter, aber der Vorstand ist gewählt. Wenn ich Sie frage, was ist so die Überschrift, die über diesen Parteitag steht, was wäre die? Und das ist natürlich eine gute Frage. Ich würde sagen, ich habe vorhin so ein bisschen nachgedacht und ich dachte, entweder die brave Partei oder angekommen, endlich angekommen im Regieren. Also auf der einen Seite hat man sehr stark gemerkt, hier hat jetzt eine Regierungspartei getagt, die hat jetzt eine Partei getagt, die auch sehr stolz darauf ist, dass sie regiert. Aber es war auch sehr eindeutig, dass die Basis nicht mit allem einverstanden ist. Und wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, wie laut diese Kritik sein würde. Und sie blieb recht verhalten, würde ich sagen. Sie ist nicht so laut geworden, wie sie hätte sein können. Und von daher würde ich sagen, die Partei ist auch recht brav geblieben. Ja, und zumindest muss man sich angucken, wie das, was hier auch an Kritik geäußert worden ist, jetzt der neue Partei, die neuen Parteivorsitzenden ja auch in einen Dialog, in einen Diskurs bringen. Da haben Omid Noripur als auch Ricarda Lang angekündigt, dass sie noch mal die Bundestagswahlen aufarbeiten wollen. Ein Stichwort, was hier viel unter den Kritikern war, dass die Partei mehr tun muss, damit sie sich zwar nicht nur als Bündnispartei inszeniert und nachher unter Umständen dann doch nur ihre Kernklientel erreicht. Kann man sagen, dass es jetzt darauf ankommt, dass auch diese neue Parteiführung diesen Dialog neu organisieren muss? Ja, absolut. Das ist auch sehr interessant, finde ich. Winfried Kretschmann, der baden-württembergische Ministerpräsident, war hier eindeutig der schärfste Kritiker oder härteste Kritiker und der lauteste. Und er hat ja gesagt, die Partei muss wirtschaftsfreundlicher werden. Aber es gibt natürlich auch viele Stimmen bei den Grünen, die sagen, wir müssen mehr auf soziale Gerechtigkeit. Das beides zusammenzubringen, wird jetzt auch die Aufgabe der neuen Vorsitzenden. Das ist inhaltlich zum Teil, glaube ich, gar nicht so weit auseinander, aber habituell schon. Und das wird hier die große Aufgabe werden, glaube ich, von Ricarda Lang und Omid Noripur. Omid Noripur sagte ja auch, und das Bild ist ja jetzt im Raum auch, das Scharnier zu sein zwischen dem Regierungsbetrieb, zwischen der Partei, vielleicht auch letztendlich zwischen der außerparlamentarischen Opposition, die für die Grünen sehr wichtig ist. Auf was kommt es da an? Das ist ja auch eine neue Situation, in der die Grünen jetzt sind, nach 16 Jahren wieder in der Regierung mit einem Parteivorsitz, der sich anders profilieren muss als im Vorfeld. Was wird sich da ändern? Ich glaube, da wird sich ziemlich viel ändern. Die Partei hat jetzt viel mehr Machtzentren. Es wird interessant zu sehen, wie sie sich da aufstellen. Und gerade mit den Bündnispartnern in der Zivilgesellschaft wird es sehr spannend. Also Rot-Grün, unter Rot-Grün haben wir gesehen, 98 bis 2005, dass sie den Kontakt da ein bisschen verloren haben. Und das ist was ihnen nicht passieren sollte, was aber im Zuge dieser Verbreiterung natürlich passieren kann. Also wenn man sagt, ja, wir sind jetzt aber vor allen Dingen auch für Siemens, Daimler und Bosch da, dann fühlt sich die Zivilgesellschaft oder Teile der Zivilgesellschaft, BUND, Greenpeace, wer auch immer, vielleicht auch so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Und da dieses Verhältnis auszutarieren, das wird auf jeden Fall eine Riesenaufgabe für Lang und Noripur. 125.000 Mitglieder etwa haben die Grünen derzeit. Dieses Jahr stehen 4 Landtagswahlen an im Saarland. Der ersten Landtagswahl müssen sie wieder einziehen oder wollen sie wieder einziehen, vielleicht muss man es so formulieren. Es gibt auch eine Neuwahl, was den parlamentarischen Geschäftsführer angeht. Da wird Emily Bühning zukünftig die Aufgabe übernehmen. Auch da kündigt sich ein Stück weit eine neue Aufgabenaufteilung an, so hatte ich den Eindruck. Das heißt, wird die Partei sich strukturell jetzt komplett auch neu aufstellen und ist vielleicht auch das gelungen aus Ihrer Sicht mit dem Inszenierung, die wir hier auf diesem Parteitag also erlebt haben? Eine komplett neue Strukturierung sehe ich jetzt nicht. Und ich bin sehr gespannt, wie Emily Bühning sich schlägt, weil sie ja auch krasse Gegner hat. Also Kevin Kühnert ist jetzt auch niemand mit, ist jetzt kein Gegner, sondern Koalitionspartner, aber trotzdem mit dem... Politischer Gegner im Zweifel bei politischer Gegner trotzdem, genau. Und das ist, glaube ich, also ich glaube, da kommen große Herausforderungen auf die Grünen auf allen Ebenen zu. Und ich bin gespannt, wie sie das meistern. Und wir werden es ja weiter beobachten. Sagt Valerie Höning, wir beobachten das in der Tat weiter. Ich sage danke für diese Analyse hier zum Schluss des Parteitages.